Auch in diesem fernöstlichen Land arbeiten viele behinderte Künstler. Einer davon ist Masanori Minami. Nach einem Unfall mussten ihm, im Alter von 8 Jahren, beide Arme amputiert werden. Fortan wurden seine Füße zu Händen. Nach alter Tradition stellt er die Farben selbst her. So kann er unzählige Töne und Nuancen schaffen, die charakteristisch für die klassische japanische Malkunst sind. Der hochbegabte Maler gibt den überlieferten Tier- und Landschaftsmotiven moderne Klarheit und Nüchternheit.